Ja. Erste Quali, yes, der Wagen. Was im Finale von Dance Parks passiert? Ich bin optimistisch. Was meinst du, wer gewinnt? Ich. Bei Dance Parks? Tess! Nur ein Witz. Aber fahr konzentriert. Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus kriegt den Käse. Bin ich die Maus? Oh, oder der Wurm? Ach, egal. Hab ich in einem Glückskeks gelesen. Rechne damit, dass Jess irgendwas abzieht. Ich bin bereit. Glaub mir. Ich spüre die Spannung steigen. Das wird klasse. Bis dann, Speedy. So. Haut. So. Also, wir machen heute weiter. Herzlich willkommen zurück zum Need for Speed Unbound. Jetzt können wir gucken, wo wir. Ich fahre mich hier grundsätzlich fest. Ich bin relativ optimistisch, was das betrifft, was mein Auto betrifft. Da ist das Ding. So, Paint the City Black. Wir brauchen jetzt mal die Kohle zusammen. Hey, Windschatten. Wir wetten. Weiterhin schön. So, wir brauchen 64.000 noch was. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger ziemlich deutlich gewonnen. Ja. Das sogar am ersten Versuch direkt.
Wir nehmen die Kohle mit. Wow, haben wir's. Ja, am Anfang auch damals haben wir so mega Probleme, aber jetzt machen. Zwanzigtausend haben wir gewonnen. So, jetzt haben wir zumindest mal 1,5 Sterne. Jetzt brauchen wir nämlich ein bisschen noch. Jetzt brauchen wir noch ein Event. Wir haben jetzt 1,5 Dings und wir haben jetzt 12.400. Wir brauchen ja 20.000 für den Millionaire's Drive. Wir haben jetzt 16,6. So, also ich muss jetzt. Wir brauchen jetzt nochmal das hier, wahrscheinlich, ne? Ja, dann fahren wir das Ding noch schnell hier. Ich weiß nicht, was im Zielfahrzeug bei Lakeshore Quarry gemeldet. Verfolgung gescheitert. Nochmal $250. Das Auto macht extrem Spaß gerade. Also ich muss es echt zugeben gerade. Das ist der. Ich will ja die Kohle mitnehmen. Wir müssen jetzt Geld machen. Die Pravi View. Ist noch einer. Die haben wir schon gehabt. Wieder, da manchmal immer so echt unsere Probleme. Da waren ein, zwei Rennen dabei, wo wir gar nichts auf die Reihe bekommen haben. Und wir haben schon wieder. Oh, das wurde $50 gewonnen. Jetzt haben wir bei 17 noch was. Und ich will eigentlich gerne den Millionaire's Ride noch machen. Scheiße. University Central gesichtet. Streife nimmt Verfolgung auf. Ja. Verdächtige Person rammt einfach alles auf der Straße. Leider müssen wir die Kopfskalle erstmal noch zerlegen. Habe Sichtkontakt zur Zielperson verloren. Subjekt bei Douglas Park entwischt. Sichtkontakt zum Wagen verloren. Das war's. Ich habe schon fast gehofft, dass das T-Shirt nicht dabei ist, aber sie ist dabei. So, was haben wir hier? Ja gut, wir wollen die Kohle mitmachen. Wir sind jetzt bei 17,3. Mit der Kohle hätten wir fast... Die nehmen wir mit, den windigen City Sprint.
und wetten mal auf Obi. Und dann hätten wir, glaube ich, die 20.000 plus die zwei Dings dabei. Dann können wir den Millionär soweit machen. Und dann können wir in der übernächsten Folge oder nächsten Folge vielleicht sogar noch in die Quali gehen. Mal sehen, ob du wirklich so gut bist. Das haben wir schon mal gefahren, das Event. Und tschüss. Ich will dich weghaben. Geh mir nicht auf den Senkel. Das war die erste Hälfte. Das war noch nicht mal, das war ein Drittel gerade mal, aber gut, okay. Boah, Alter, was für Geschwindigkeiten. Das war Yoshishia. Du Sackjunge. Das war Varu. Tschüssi. Der hat einen Checkpoint verpasst, sonst hätte der das Rennen gewonnen. Dadurch, dass er den Checkpoint verpasst hat, gewinne ich den Sieg. Ich hab ihn geholt. Obi hat den Checkpoint verpasst, deswegen musste er nämlich zurück an den Start. Oder bzw. den Start, aber den letzten Punkt. Sonst wäre das Ding durch gewesen. Das Ding ist aber heute despawned. So. Und dann haben wir das auch. Frage, wo ist denn der Millionärs-Ride? Gibt's da nicht viel? Gibt's die nicht diesmal? Kurvenlegende, alles klar. Ist das jetzt eh wurscht? Aber wo ist denn der Kurve? Hier ist der Millionärs-Drive. Machen wir oder machen wir nicht? Wir sind eh noch hier. Nein, 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 hast du nicht, hast du nicht, hast du nicht. So, jetzt müssen wir das Ding. Das T-Shirt. Komm, wir nehmen die. Wir nehmen mal diesmal Obi. Was als links. So, herzlich willkommen zum Millionaire Drive, den ich eigentlich schon die ganze Zeit fahren wollte. Oh, der hat einen King Boost.
Sie auch und ich auch. Ich will nur jetzt gerade gucken, dass wir brauchen eine Gerade, ne, um die zu zünden. Erschreck dich nicht, aber ich glaube, da sitzt jemand auf deiner Rückbank. Wir machen ernst, ja? Alles klar, dann mach ich jetzt wohl mal ernst. Dann zeig mal, was du kannst. Ich suche lieber schon mal einen Geldautomaten. Zentrale, hier Allradwagen. Nehmt Verfolgung auf. Habt ihr hier Allradwagen? Ich hab das Preisgeld schon verpulvert! So, Baru Zweiter sogar geworden. Das T-Shirt raus und Ritter. Sehr gut, dann haben wir das auch. Den wollte ich haben, den Millionaire's Drive. Den Gross haben wir locker gewonnen. Also wir haben die Kohle komplett drin in der Sack, im Sack. Wir fahren jetzt erstmal definitiv in die Garage. Wir haben jetzt A genug Geld und B. Na toll. Und so viel zum Thema dazu. Gut, das ist ein Stufe 1 Kopf noch. Streifer verfolgt die Zielperson Zentrale. Bums. Tschüssi. Nein! Interceptor hier. Wir sind als erstes zur Stelle. Verdächtiger auf dem Freeway! Ich werde das vor Sie setzen und Sie ausbremsen. Super. Das war Zeitverschwendung. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Southland Drive. Dafür sind wir nicht gerüstet. Oh, das hat kräftig geknallt. Scheiße, der hatte genau die gleiche. Das war Zeitverschwendung. Wagen schlingert durch die Gegend. Verdächtiger auf dem Freeway. So, der Kopf ist weg. Wagen zuletzt bei Southland Drive gesichtet. Zentrale hier. Straßensperre bereit. Verdächtiger auf dem Freeway! Wir brauchen mehr Wagen. Die sind erwischt. Zielperson verloren. Alle Einheiten sofort nach Lake Virgil. Ich verhafte die Zielperson heute noch, unter allen Umständen. Das halte ich für Gerücht. Tut mir ja leid, aber sie sind weg. So, wir fahren jetzt definitiv erstmal zurück zum Dings. Oh, ja. Oh, tschüss. LKW. Wir müssen mal dringend die Kohle safen.
Jo. Dicke Kohle gemacht. 31.500. Und jetzt haben wir auch die Kohle für das Quali-Event. So, da bin ich raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Warte mal, darf ich jetzt das Qualifying? Ja. Was haben wir denn überhaupt hier? 40.000 würden wir kriegen hierfür. Wow, und ein Defender. Gut, dafür bin ich raus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Brauchen wir 160 nur als Stärke? Pipifax haben wir ja. Gut, dann bin ich raus und dann sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr zum Quali-Rennen.